Hallo, ihr Quirlinge! Der namenlose Held ist unterwegs auf dem Weidenplateau. Da hinten ist Bengars Hof. Es gab im letzten Teil hier ganz viele tote Lurker. Und ich habe herausgefunden und habe den erhärteten Verdacht, dass meine für teure Lernpunkte ausgebildete, hallo, Blutfliege und Stachel, für teuer Geld ausgebildete Hella, das suchende Irrlicht, nach wie vor lediglich auf Waffen geeicht ist, obwohl ich sie ausgebildet habe, alle möglichen Dinge zu finden. Naja, kann man nicht ändern. Wenn man etwas erledigt haben will, muss man es selber machen. Das ist so, leider. So, meine Lieben. Lurker? Da ist hoffentlich keiner, der mir in den Rücken fällt. Zwei sind auch irgendwie ungünstig. Na dann erstmal ihr. Ja, ja, ja. Du kommst in die Suppe. War das nur einer? Ja. So, komm. Der kommt alleine und ist ganz langsam. Gut. Der auch noch. Das sind richtig viele Erfahrungspunkte. Ich habe einen pickenden Vogel neben mir. Spinnst wohl. Mann, wo kam der denn her? Scavenger Fleisch. Nichts zu holen. Lurker, nichts zu holen. Hier oben war noch so ein Federvieh. Da ist übrigens ein Keiler. Ich sehe ihn ganz genau. Und er droht mir. Fleisch und Keilerfell vom Keiler. Leider keine Zähne. Mach mal hier Fleisch. Und hier in der Pampa müsste Hella eigentlich irgendwas finden. Irgendwelche Kräuter oder so. Oder auch einen Degen der Banditen. Danke, Hella. Degen der Banditen? Oder hast du da was gefunden? Ist hier was? Du stehst so still auf der Stelle. Was ist denn hier? Ich sehe nichts. Ist hier was? Soll hier was sein? Sie bewegt sich hier nicht weg. Warum? Oben und unten sehe ich nichts. Da ist doch nichts. Muss ich dich etwa wieder mal resetten? Lass mich selber weg. Toll. Ich kann mich unsichtbar machen. Klasse, oder? Ich wusste nicht, dass das Erzamulett mich unsichtbar macht. Das hättest du mir mal erzählen können, Vatras. Ich bin jetzt wirklich unsichtbar. Oder? Es ist irgendwie so komplett komisch hier jetzt. Nee. Ich habe bestimmt noch irgendwas gedrückt. Irgendeine Kombination, wo man... Wobei, wenn ich jetzt herauszoomen kann und mich selbst immer noch nicht sehe, das ist komisch. Ja, ich speichere und lade mal. Und kaum hatte ich gespeichert, war ich wieder da. Schön, dich wiederzusehen, Held. Gluck. Nee, schnabulier mal was, richtig. Dann geht's in Richtung Wasserfall. Da hinten ist der Pass zum Minental. Da sind auch diese beiden Paladine, mit denen könnte ich mal schnacken. Und da ist auch dieser eine Schäfer. Und da ist der Wasserfall. Und da wird auch Gregs letzter Schatz sein, ja. Aber erstmal du. Wer bist denn du? Garn. Ziemlich weitläufig, euer Land hier oben. Ist ganz nett. Aber wenn du durch den Pass da hinten gehst, dann wirst du das nicht mehr denken. Wenn dich dieser kleine Landstrich hier schon beeindruckt, dann wird es das Minental dahinter erst recht. Mhm. Warum schaust du so ernst? Du trägst unseren Aquamarinring. Du gehörst zum Ring des Wassers? Allerdings. Endlich wieder ein neues Gesicht in unseren Reihen. Was ist deine Aufgabe beim Ring des Wassers?
Ich halte für uns den Eingang zum Pass im Auge. Wer reingeht und wer rauskommt. Seit die Paladine das Tor zum Pass verschlossen haben, tat sich da allerdings recht wenig. Schon etwas von den vermissten Leuten gehört? Natürlich. Deswegen sollten wir ja auch alle die Augen aufhalten. Aber um ehrlich zu sein, habe ich noch nicht sehr viel davon mitbekommen. Wer bist du? Mein Name ist Garn. Ich bin Jäger und arbeite für Bengar, den Bauern hier auf dem Weidenplateau. Ich bin meistens hier draußen und lass mir die Sonne auf den Bauch scheinen. Das ist kein schlechtes Leben. Was muss ich über das Minental wissen? Keine Ahnung. Ich habe nur einmal einen flüchtigen Blick über das Tal geworfen. Sah ziemlich gefährlich aus. Am besten, du entfernst dich nicht allzu weit von den Trampelpfaden, wenn du durch den Pass dort hinten gehst. Entweder du nimmst den Weg durch die große Schlucht oder den Weg über die Steinbrücke. Der ist kürzer und ungefährlicher. Jetzt, da die Orks überall herumstreuen, sollte man sich schon ein wenig vorsehen. Ich will dich ja nicht zur Kräuterhexe schleppen müssen. Das würdest du tun, echt? Wow, ich bin beeindruckt. Kräuterhexe? Ihr Name ist Sagitta. Sie ist die Heilerin der Bauern und der anderen Bewohner außerhalb der Hafenstadt. Ein recht seltsames Frauenzimmer. Niemand geht wirklich gerne zu ihr und alle zerreißen sich gerne das Maul über sie. Aber wenn du krank bist, findest du keine bessere Hilfe als Sagitta und ihre Heilkräuterküche. Du findest sie in dem Waldstreifen hinter Sekops Hof. Ich weiß doch Bescheid. Was macht die Jagd? Das letzte Tier, das ich erlegen konnte, war eine große Ratte. Nicht sehr ermutigend und schlecht fürs Geschäft. Seit ein paar Tagen streift so ein schnaubendes Tier in der Gegend herum. Es tötet nicht nur alles, was sich bewegt. Es stört mich auch bei meiner Arbeit. Ein schnaubendes Tier? Wie sieht dieses gefährliche Tier aus? Ich weiß es nicht genau. Ich habe es bisher nur hauptsächlich schnauben und kratzen hören. Aber ich habe gesehen, was es anrichten kann. Selbst Wölfe sind vor ihm nicht sicher. Einem hat das Biest sogar den Kopf abgebissen. Woher kommt dieses Mistvieh? Irgendwo aus den Wäldern, vielleicht auch aus dem Minental, aber genau weiß ich das nicht. Ich war noch nie im Minental. Ja, das kann der Held leider nicht von sich behaupten. Was würdest du zahlen, wenn ich das hier für dich erledige? Ich würde demjenigen, der es tötet, alles geben, was ich entbehren kann. 30 Goldstücke. Okay. Okay. Okay, mach ich. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kein Problem. Für 100 Goldmünzen könnte ich dir zeigen, wie du die Tiere, die du erlegst, ausweiden kannst. Felle und andere Tiertrophäen bringen eine Menge Geld auf den Markt. Jetzt weiß ich nicht, ob er irgendwas hat, was sich lohnt, dass ich das noch lerne. Speichern. So, ich war ja gerade schon mal drin, also hab nochmal geladen. Weil Garn mir hier gerade alle Monster wegnimmt. Das muss ich mal zuerst verhindern, bevor es irgendwie sinnvoll weitergehen kann. Eins. Er hat mich ganz schön zugerichtet. Aber ich muss mich auch beeilen wegen Garn. Garn kommt. Schnell was futtern. Eins. Zwei. Und schießen und treffen. Hey! Ja, genau so. Hey! Held! Du machst mich bisweilen wahnsinnig, Held, weißt du das? Wo ist denn Garn eigentlich? Komm schon. Okay. Gut, das wäre erledigt. Hier ist übrigens eine Feuernessel. Und wo ist Garn? Der steht noch da vorne. In Hab-8-Stellung, warum? Garn? Ich habe ihn dabei gestört, das Monster anzugreifen. Och, nö! Ich speichere mal und lade nochmal. So,
Garn ist wieder gut gelaunt. Warte mal. So, jetzt erstmal klauen. Und die 35 Goldstücke bekommt er gleich mal zurück. Hier, 100 Goldmünzen für dein Wissen, Tiere auszunehmen. Danke. Jetzt kommen wir ins Geschäft. Und er kann auch noch was. Was kannst du mir beibringen? Kommt darauf an, was du wissen willst. Nämlich Blut, Fliegenflügel und Klauenhacken. Das ist beides wertvoll, aber ich habe keine Lernpunkte. Ende. Und ich habe auch gerade herausgefunden, dass meine liebe Hella sehr wohl alle möglichen Dinge sammeln und suchen kann. Allerdings nicht alles auf einmal. Denn... Such mir etwas. Ich kann ihr sagen, was sie suchen soll. Und ich denke mal, das Sinnvollste ist, sie auf Pflanzen zu eichen. Ich brauche Nahrung und Pflanzen. Summ, 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 Hella summ herum. Hier im hohen Gras sind doch bestimmt Kräuter versteckt. Meistens bin ich ja draußen in der Pampa und meistens habe ich bei der Vegetation hier Probleme, Kräuter zu entdecken. Garn, wo gehst du hin? Das sind hoffentlich keine Monster, die du mir wegnimmst. Doch. Das war ich. Garn, was machst du? Ey, das ist meine. Garn. Hella. Oh, Moment mal. Schnell, bevor es in einer Katastrophe endet. Menschenskind, Garn, was machst du? Wo gehst du denn hin? Ah, ich muss ihm wieder vorwegrennen, um ihm die Erfahrungspunkte wegzuschnappen. Oh, speichern. Oh, da vorne ist die Bestie, die er meint. Ja. Kluges Kerlchen. Ist ja gut. Beruhige dich. Beruhige dich, Garn. Es ist alles gut. Ich bin dein Freund. Ich wollte auf dieses Vieh da hinten zielen, das du noch nicht gesehen hast. Oh, Mann. Ach, Butlerfleisch. So, das geht nicht ohne Magie. Garns Drachensnapper. Ohne Magie wäre das nicht gegangen, aber ich habe ihn. Zwei Zähne. Garn, ich habe dir was zu erzählen. Hast du das gesehen? Natürlich nicht. Dieses furchtbare Tier ist tot, nehme ich an. Dann kann ich mich bei der Jagd endlich wieder frei bewegen. Hier hast du das versprochene Geld. Das waren 30 Goldstücke. Hey, du. Was macht die Jagd? Ich kann nicht klagen. Gut. So, und beibringen kann er mir nichts wegen Lernpunkten. Lernpunkte, die sind auch schon... Ja, bald ist wieder soweit. Ja, dann kann ich jetzt mal wieder meine liebe Hella auspacken. Und währenddessen, während sie sucht, hier Gregs letzten Schatz bergen. Da ist er nämlich. Mach das mal. Ja, jetzt ist sie auf Kräuter geeicht. Sehr gut. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, das ist eine... Ja. Feuerkraut, danke. Das hier ist eine silberne Schale. Gregs letzter Schatz. Dann kann ich zu Greg marschieren und Hella zeigt mir noch was. Ja, schön. Heilpflanze. 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 Ach, ein suchendes Irrlicht. Wie schön, Heilpflanze. Aber Feuernesseln wären mir sehr viel lieber. Alles, was mit Feuer anfängt, ist gut. Feldknöterich. Den zum Beispiel hätte ich jetzt nicht gesehen ohne Hella. Höhle hinter Wasserfall? Nee. Bergkristalle gibt es ja auch nicht. Das war Risen 3. Ob man Irrlicht ist. Weg? Nee. Ich laufe mal grob in Richtung Greg, wegen Quest. Dabei werde ich noch auf einige Kräuter stoßen, hoffe ich. Oder? Da zum Beispiel. Heilpflanze, hätte ich ja auch nicht gesehen. Heilpflanze, danke. Ein suchendes Irrlicht. Namens Hella.
Ja? Findest du was? Lauflieder. Ich hab's vor dir entdeckt, Edge. Lauflieder? Sie bewegt sich ja immer grob in die Richtung, wo was ist. Oder? Da ist was irgendwo. Lauflieder. Tatsächlich. Was? Noch was gefunden? Was hast du denn da? Ach, herrje, eine Heilpflanze. Na komm. Ja, so kann man hier natürlich ihr folgen. Ist gar nicht so verkehrt eigentlich. Ich mach das mal noch ein bisschen. Heilpflanze. Noch ist ja nicht ganz so schnell Abend, aber es wird auch bald wieder dunkel. Die Lichtstimmung ist schon so ein bisschen nachmittäglich. Aber ich kann dann ja in Richtung Onas Hof laufen. Feuernessel, brav. Sehr gut. Ich kann dann in Richtung Onas Hof laufen, da die Nacht verbringen und auf dem Weg dahin dann Greg Bescheid stoßen. Es sei denn, Hella führt mich sonst wohin. Was gefunden? Nix. Doch. Feuerkraut. Ja, hier wird es wieder etwas besser mit dem Gras. Da sehe ich auch selber was. Das Heilkraut hier ist quasi nicht zu finden. Da sind Keiler. Das ist nicht schlimm. Wenn der Held trifft. Keiler weg. Fleisch und Keilerfell. Heilkraut. Jetzt habe ich mich ein bisschen verlaufen. Da ist Bengars Hof. Und da unten ist, glaube ich, Seekops Hof oder sowas. Ja, das ist Seekops Hof. Und da hinten ist Onas Hof. Jawohl. Hast du was gefunden? Ja, Blaufieder. Blaufieder. Komm, wir gehen mal zu Bengars Hof zurück. Da die Treppe runter und dann bin ich ja schon fast bei Greg. Ja, hier oben ist es nicht schlecht. Das ist genau das Richtige zum Jagen. Die Lurker gehen. Scavenger, Keiler, kein Problem. Und dieser komische, schnaubende Drachensnapper, der ging. Kommst du? Der ging wegen Magie. Ganz gut. Wir können es Waldbeeren geben in diesen Sträuchern. Mit Betonung auf könnte. Gibt es aber offenbar nicht. Dann hier rum, Abkürzung, geht das? Hella? Kommt, gut. Da habe ich schon gebuddelt. Und hier geht ein Weg runter, den kenne ich ja so gesehen gar nicht. Ah ja, der führt zu der Hütte, wo Buster Wache schiebt. Genau. Erols Hütte ist das, richtig. Das passt auch ganz gut. Dann ist Greg rechts um die Ecke. Dann ist die Queste erledigt. Und ich kann mir wieder Gedanken machen, was es als nächstes zu tun gibt. Hella? Kommt. Okay. Es dauert ein bisschen, aber sie kommt. Das ist gut. Da ist Greg. Hoffentlich gibt es mehr als einen Anraunzer und einen feuchten Händedruck als Belohnung für meine ganze Buddelei hier. Greg? Hey! Hier. Ich habe deine vergrabenen Sachen gefunden. Dann müsstest du jetzt etwa 100 Goldmünzen, einen goldenen Kelch, eine silberne Schale und ein Amulett bei dir haben, die mir gehören. Her damit! Du bist ein Schambolzen. Hier hast du die Sachen. Ein Säckchen mit 100 Goldmünzen.
Ein Goldkelch, eine silberne Schale und ein Amulett. Sehr gut. Hast Glück, dass du nicht dumm genug bist, mit den Sachen einfach zu verschwinden. Hier hast du deinen Anteil an der Beute. Ach, 30 Gold. Eine Sache noch. Ich bin dir dankbar, dass du mir geholfen hast. Das macht uns aber noch lange nicht zu Freunden, klar? Was wird uns denn zu Freunden machen? Alles klar? Wie man's nimmt. Die Söldner sind nicht wirklich eine große Hilfe für mich. Ich hatte erwartet, die hätten ja wenigstens ein bisschen Mumm in den Knochen. Aber wenn du mich fragst, sind das alles nur Aufschneider und Großmäuler. Ja, da ist leider was dran. Was wolltest du denn von den Söldnern? Das weißt du doch. Ich suche diesen Kerl in der roten Rüstung. Aber die Idioten hier wissen auch nicht, wovon ich rede. Ich vermute, du suchst einen Kerl namens Dexter. Verdammt, ich hab keine Ahnung, wie der Kerl heißt. Wenn ich ihn mitnehme, ist es gar nicht so schlecht. Ich weiß, wo du ihn finden kannst. Tatsächlich? Erzähl! Nicht weit von hier. Er ist offensichtlich der Anführer einer üblen Bande von Banditen. Haha, ja, das ist er. Ich wusste, dass er sich hier irgendwo verkrochen hat, die alte Landratte. Ich muss jetzt nur noch in den Kellerlöchern und Rattennestern in der Gegend hier noch sehen. Den Schweinehund finde ich schon. Da brauche ich deine Hilfe nicht mehr. Ach, schade. Greg, gehst du auch? Du bist auf der Stelle du isst. Du isst, jawohl, was auch sonst. Hella, hast du was gefunden? Während ich geplauscht habe? Hast du was gefunden? Ja, tatsächlich, Blauflieder. Schön. Was noch? Das war alles, oder? Nee, noch ein Blauflieder. Zwei Blauflieder. Noch was? Nee. Gut. Tja. Ich habe jetzt einen Stufenaufstieg und bevor ich da jetzt auf irgendwelche dummen Gedanken komme, würde ich ganz gerne zwei Lernpunkte ausgeben für Gans Ausbildung. Dann kann ich Blutfliegen, Flügel und was war's? Klauen, also Krallen entfernen. Das wird helfen. Das hätte ich bei diesen ganzen Lurkern wahrscheinlich schon machen können. Die hatten so Klauen, aber... Es ging halt nicht, aber dann geht's halt bei den Nächsten. Hier muss ich einmal hoch wieder zum Weidenplateau und dann Garn finden. Ja, da kommt. Ja, Garn finden. Und das wird auch das Letzte sein, was ich hier so in der Episode treibe. Dann gibt's nach Garns Ausbildung dann am Beginn vom nächsten Teil eine Tourenplanung. Ich denke mal, mit genügend Munition bewaffnet könnte ich mich durchaus mal da hochwagen, wo Dexter sein Lager hat. Ich glaube, die sind feindlich. Man kann da nicht mit denen irgendwie Geschäfte machen oder so. Schade eigentlich. So, wo ist Garn? Garn ist direkt am Pass zum Minental. Mit den Paladinen könnte ich auch mal sprechen. Die könnten auch noch irgendeine Queste haben. Da ist Garn. Garn ist zuerst dran. Stimmt's, Garn? So, komm mal her. Was kannst du mir beibringen? Kommt darauf an, was du wissen willst. Alles. Oh, jetzt kannst du noch mehr. Wieso denn das? Naja, Drachen-Snapper-Horn. Jetzt, wo dieser etwas zu groß geratene Snapper tot ist, kann ich dir zeigen, wie man an sein Horn kommt. Du stemmst dein Messer tief in die Stirn des Tieres und hebelst das Ding vorsichtig nach oben. Sollte es sich dann noch nicht vom Schädel trennen lassen, hilfst du mit deinem zweiten Messer von der anderen Seite nach. Hella, du nervst! Was ist denn los? Feuernessel, danke. So, jetzt nochmal. Was kannst du... Kommt darauf. So. Blutfliegenflügel? Die Flügel einer Blutfliege entfernst du am besten mit einem Hieb einer scharfen Klinge sehr nah am Körper der Fliege. Du musst nur darauf achten, dass du das feine Gewebe der Flügel nicht verletzt. Sie sind nichts mehr wert, wenn du es nicht vorsichtig machst. Glaube ich dir. Und? Was kannst du... Kommt darauf. Ja, weiß ich. Klauen hacken? Tiere geben ihre Klauen nicht sehr gerne her. Du musst schon sehr genau den Punkt treffen, an dem du mit deinem Messer ansetzt.
Die Haltung deiner Hand sollte etwas verschränkt sein. Mit einem kräftigen Ruck trennst du dann die Klaue ab. Klauen sind immer ein begehrtes Zahlungsmittel bei einem Händler. Okay, danke. Und weg. Leider ist jetzt dieser Snapper nicht mehr da. Sonst könnte ich theoretisch das Horn bergen. Und davon die Lurker, also hier die Keiler werden nichts mehr haben, richtig? Ach, den habe ich noch gar nicht ausgenommen. Ach, lalalala. Hier vorne waren Lurker, aber die müssten alle schon verschwunden sein. Ist ja schon spät und ich war schon weit weg. Ist eigentlich die Queste der Mann mit der Augenklappe zu Ende? Der Mann mit der Augenklappe ist nicht mehr aktiv. Dann ist der Mann mit der Augenklappe jetzt abgeschlossen. Wow. Wo ist es denn? Da, tatsächlich. Ja, abgeschlossen. Gut zu wissen. So, jetzt ist aber wirklich das Episödchen zu Ende und im abendlichen Sonnenschein genehmigt sich der Held noch eine Keule Fleisch und mit neuen Taten hier rundherum und in Richtung Dexters Versteck, das ist auch irgendwie da hinten so, geht's dann ab dem nächsten Teil. Bis dahin!